Anhalten, habe ich gesagt. Ja. Hör mal zu. Man hat uns zu zweit gesehen. Ein Wolker mit einer Person wird also gar nicht gesucht. Wir treffen uns Mittwochabend um 8. Gleiche Stelle. Mensch, das kannst du nicht machen, Jackie. Mich hier alleine lassen. Du mach dir nicht ins Hemd, Junge. Allein sind wir unauffälliger. Und schwör schon ab, Mensch. Tschüss, Mutti. Also ich verstehe das nicht. Ihr hättet doch genauso gut über Nacht hierbleiben können. Ach. Die Kleine kann doch kaum aus den Ohren gucken. Du bist müde, meine Kleine, wa? Du, den Trabi, den hole ich morgen Abend. Warte, bis da mal fertig ist, du. Hier, der Ball. Aber nee, nee. Ich komm morgen wieder mit, Opi, so, ja? So, wie du willst, mein Spätzchen. Nee, nee, der Ball ist mal hier, der weht euch bloß weg. Gib doch mal die Tasche. Ja. Dein Blödsinn, bei Nacht und Nebel ein Boot über den See. Hat er früher immer gemacht, weil er gerade nachts hier reingeschmuggelt hat. Ja, früher, das war doch ganz was anderes. Lass doch wenigstens Ilona hier. Die muss doch in die Schule, Mama. Nein, tschüss. Das ist doch eure Sache. Guckt mich ja nicht an. Nehmt doch wenigstens die Decke mit. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Du, Gerti, pass auf die Einweggläser auf, damit sie nicht kaputt gehen. Mach ich. Der Beutel. Der Beutel. Das Kind. Oh, so, der Kind. Korb. Der Korb. Hoffentlich hat die S-Bahn keine Unterbrechung. Tschüss. Tschüss. Ja. Noch ganz. Heinz, ein Kahn! Oh. Ilona! Heinz, halt an! Halt an! Ilona! Warte! Ilona! Warte! Das Kind! Oh Ilona! 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 Ilona, ich komme! Ilona! Ilona!
Melde dich doch! Wer doch Ilona! Ilona, um Gottes Willen, melde dich doch los. Ilona! Melde! Melde dich doch! Ilona! Heinz, hast du sie? Gatti! Gatti! Ich kann sie nicht finden! Hey! Hier, da! Oh! Was denn? Schön ruhig bleiben! Ich hab sie! Gerti! Wir haben sie! Gerti! Hier, das Paddel. Hier. Gerti, Gerti. Wir haben sie. Gerti. Fass zu. Klettere ins Boot. Halt sie so lange. Leg sie hin! Ilona! Ilona! Jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage! Ja. Mach doch! Warte! Los jetzt, mach doch! Weiter! Mensch, mein Kahn haut ab! Jetzt kommt sie zu sich, sie macht die Augen. Fahr los, fahr ganz schnell los. Ich wohne Thomas-Mann-Straße, Berlin! Budak, heiß ich, hörst du? Budak! Stellen Sie den Motor ab, steigen Sie aus. Was ist denn? Da kommt sie schon. Ende aufs Dach. Was soll denn das? Lass mal rein ins Auto hier. Puma 0252. Hab blauen Wolga, polizeiliches Kennzeichen, Idam Marta 9757. Mit Fahrer gestellt. Erwarte weitere Anweisungen. Ich weiß weder etwas von einem Einbruch, noch von irgendwelchen eingeschlagenen Fensterscheiben. Eine, Herr Marunde. Ich sprach von einer Fensterscheibe. Gut, eine. Und warum sind Sie der Aufforderung, unseres Funkstreifenwagens zu stoppen, erst zu spät nachgekommen? Ich habe das Blaulicht nicht gesehen. Wahrscheinlich hatte sich mal wieder der Rückspiegel verstellt. Das passiert ja dauernd. Und das Signal, das habe ich nicht gehört. Ja, entweder es war zu leise oder mein Motor ist zu laut. Ich vermute, Letzteres wird zutreffen. Wo ist noch mal der große Unbekannte mit der Reisetasche bei Ihnen eingestiegen? Auf dem Adlergestell. Gleich hinter S-Bahnhof Adlershof. Da ist Halteverbot. Ja, das ist richtig. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das war wohl ein Fehler von mir. Also jener Mann, der hielt mich ganz aufgeregt an. Er müsse dringend nach Zeuthen. Taxen. Und wieder mal nicht aufzutreiben. Aber es wäre ihm auch ein Pfund wert, also 20 Mark. Naja, dachte ich, warum nicht? Tust du ihm den Gefallen? Für mich war es ja bloß ein kleiner Umweg. Ja, und? Naja. Und irgendwo in Zeuthen, da bat er mich dann anzuhalten, drückte mir besagtes Pfund in die Hand, stieg aus und ging. Und ich fuhr weiter in Richtung Königs Wusterhausen. Dass er seine Tasche im Auto vergessen hatte, das habe ich nicht bemerkt. Und gleich drauf haben mich ihre Leute angehalten. Was war an Besonderes in der Tasche? Mehrere Fotoapparate, nicht der unteren Preisklasse. Sehen Sie, Herr Marunde, da schlägt einer eine Schaufensterscheibe ein
Hm? Räumt die Auslage in seine Reisetasche und legt ihn die ganze Bescherung auf ihren Rücksitz. Und da wir auch dem geringsten Anhaltspunkt nachgehen müssen, bitte ich Sie um die 20 Mark des Unbekannten für unsere Kriminaltechnik. Natürlich gegen Quittung. Na, Herr Marunde, Sie machen uns vielleicht Arbeit. Jetzt können unsere Genossen die ganze Nacht ihre 20 Mark suchen. Sie bleiben so lange unser Gast. Bitte? Anders formuliert, Sie sind vorläufig festgenommen. Die Brieftasche brauchen wir noch. Darf ich? Kommen Sie bitte. Ist noch was? Kann denn die Luna nicht schwimmen? Klar kann sie schwimmen. Aber wenn man so plötzlich rückwärts ins Wasser kippt, der schreckt dazu. Sie war gleich unter. Mann. Mann, habt ihr ein Schwein gehabt. Und die Familie Buddha? Ja, oben im vierten Stock. Da haben Sie Glück, junger Mann. Die sind vor einer knappen Stunde nach Hause gekommen. Danke. Bitte, bitte. Guten Abend. Heinz Buddha, nehme ich an. Ja, Land. Ich soll hier was abgeben für Ilona. Hier. Mit einem schönen Gruß von Jackie. Momentchen, mal Moment. Woher kennen Sie denn meine Tochter? Wer ist denn Jackie? Ich habe Ihre Tochter kennengelernt. Nachts. Etwa einen Meter unter der Wasseroberfläche. Ja, dann sind Sie... Gerti! Ja, dann bist du... Ja, Mensch, ja, komm doch rein. Gerti! Das ist Jackie. Welcher Jackie? Guten Tag. Na, vom See. Ach, nein. Das gibt's nicht. Oh. Das darf nie wahr sein. Ach, kommen Sie rein. Wie können wir dir bloß danken, dass Sie jemals wieder gut machen? Komm, setz dich doch. Wir haben schon geglaubt, dass wir dich niemals wiedersehen. Ja, und plötzlich da stehst du vor der Tür. Das ist ein Tag heute, hä? Danke. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Sie haben uns sehr glücklich gemacht. Gerti, ist das ein Tag. Wie ich mich freue. War doch Ehrensache. Und Ilona? Ach, die schläft schon. Sie war im Krankenhaus zwei Tage zur Beobachtung. Man wusste ja noch nicht. Aber heute ist sie rausgekommen und morgen geht sie schon wieder in die Schule. Na dann. Dann wollen wir auf Ilona trinken. Also ich kann mir das nur so erklären. Der Typ, der hat mich angeschmiert. Der hat mir statt der 20 Mark einen Fünfer angedreht. Herr Marunde, Sie mögen Ihre Kenntnisse über die Arbeit der Volkspolizei aus irgendwelchen Anekdoten beziehen. Ausgerechnet mir muss es zufallen, Sie eines Besseren zu belehren. Die auf den gestohlenen Gegenständen gesicherten Fingerabdrücke haben wir auf beiden Geldscheinen nicht gefunden. Halten Sie mich für dumm? Aber nein, ich bitte Sie. Jedenfalls hat er mir aber irgendwas zugesteckt. Kommen Sie mal. Sehen Sie, hier haben wir Sie gestellt, gegen 23.33 Uhr. Und nun zeigen Sie mir mal genau, wo Ihr Mittäter ausgestiegen ist. Meinen Fahrgast, meinen Sie? Ich konnte ja nicht wissen, dass er
Meine Fingerabdrücke sind ja wohl auf dem geklauten Zeug nicht drauf. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sie war nicht korrekt. Hier ungefähr. Tja, genauer kann ich es Ihnen nicht sagen. Es war dunkel und ich kenne mich da nicht so aus. Wie heißt er? Wer? Ihr Fahrgast. Na, vielleicht hat er sich Ihnen vorgestellt. Trampers sind gesprächige Leute. Nein, nee, der nicht. Der war geradezu auffällig schweigsam. Ich dachte, vielleicht hat er Sorgen und will nicht angesprochen werden. Liebeskummer oder so. Auf jeden Fall macht er einen sehr zerstreuten Eindruck. Und ich kann mir jetzt auch erklären, weshalb. Kann ich gehen? Gehen? Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich bin durch einen zufälligen Fahrgast hier gelandet. Man hat uns eine Haussuchung genehmigt. Sie müssen sich noch einen Moment gedulden. Ja? Gut. Moment. Ich höre. Gut. Einverstanden. Ja. Herr Marunde, trinken Sie viel? Ich? Nein, ach, eigentlich nicht. Aber der Besuch. Ah ja, da braucht man natürlich einiges. 80 Flaschen Wodka. Fast so viel Cognac, von Pralinenkästen und Zigarettenstangen ganz zu schweigen. Ja, und zu guter Letzt will man bei so einer Feier auch ein Foto machen. Apparat, da hatten sie ja genug. Und für Musik war auch gesorgt. Ja, 2 Tonbandgeräte, 4 Kassettenrekorder, 2 Kofferradios. Die waren natürlich nicht alle in ihrem Zimmer im Schrank. Die Genossen haben sie in der Kammer, im Keller und anderswo gefunden. Schluss mit der Märchenstunde. Wie heißt der Mann? Jackie. Jackie, und wie weiter? Weiß ich nicht. Also ehrlich. Diesmal wirklich ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn in der Metropa kennengelernt. Ich bin eigentlich immer in Geldschwierigkeiten. Und, naja, für ihn wäre das kein Problem. Und da habe ich halt mitgemacht. Das heißt, genau gesagt, habe ich nur mein Auto zur Verfügung gestellt und meine Wohnung. Alles andere war seine Sache. Wann startet Ihr nächstes Unternehmen? Nächstes Unternehmen? Wir haben nichts vereinbart. Es ging alles viel zu schnell. Herr Marunde. Übermorgen 8 Uhr, Adlershof, Büchner, Weg an der Telefonzelle. Na, wollen wir für Sie hoffen, dass Sie diesmal die Wahrheit gesagt haben. Na, Ilona? Gehört das Kuscheltier mir? Wart erst mal ab, sei nicht so neugierig. Ach, du bist ungerecht. Dir muss ich immer alles erzählen. Also gut, es gehört dir. Es ist ein Geschenk von einem sehr guten Freund. Ist das der hier übernachtet hat? Mhm. Kenn ich ihn? Wir haben ihn auch erst gestern kennengelernt. Mann, ihr schließt vielleicht schnell Freunde. Ich denke, ein Freund ist der, den man schon lange kennt und der eine Hilfe man ihm braucht. Er hat geholfen, Ilona. Weißt du, wer das ist? Das ist der dich gerettet hat. Ach, wirklich? Das Essen ist fertig! Morgen, Gerti. Morgen, ihr Langschläfer. Tag, Ilona. Tag, hast du mir das geschenkt? Ja. Danke. Wie heißt denn du überhaupt? Ich heiße Jackie. Du, das ist ein richtiger Kapitän. Hey, Litzka, Kapitän! Mann, hast du eine Stimme heute? Das ist keine Stimme, mein Spatz. Das ist ein ausgewachsener Kater. Miau! Und Kater mögen Spatzen. Also los! Nun setzt euch hin, es wird alles kalt. Hör auf! Papi, hör auf! Und überhaupt, du bist fürchterlich. Oh, weißt du, das kommt ja bloß davon, weil ich gestern so viel, ja, weil ich mich gestern so sehr gefreut habe. Ja, und heute erst. Komisch, wenn Mutti sich freut, riecht sie gut. Wo ist denn dein Schiff jetzt?
Das ist ohne mich abgefahren. Ich will einige Zeit an Land bleiben. Besuchst du uns wieder? Ganz gewiss. Na klar. Nun ist mal schön, wir wollen noch zur Datsche raus. Dem Papa wird die schöne, frische Luft heute sehr gut tun. Lala. Fantastisch. Einen Moment warten. So, Herr Marunde, dann steigen Sie mal ein. Damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Wir haben die Batterie abgeklemmt und die Verriegelung auch. Nur zu Ihrer Sicherheit. In einer Stunde. Komm doch mal, ich möchte dir mal was zeigen. Was hast du denn? Aua, na was ganz Tolles. Ja, da wollen wir mal schauen. Los, komm, hier ist mein Startkasten. Wie findest du den? Ach, hilf mir doch mal. Was willst du denn damit? Na, einen Baumann machen. Vergiss aber nicht Hammer und Nagel. Gut. Komm. Hier? Nee, noch ein Stück höher. Hier? So. Na dann, hopp. So. So. Damit könntet ihr aber ganz schön Geld machen. Wieso? Na, die Betriebe suchen doch Unterkünfte für ihre Kollegen. Och, wir sind vom Frühjahr bis zum Herbst fast immer draußen. Und das brauchen wir doch für uns. Da macht ihr aber einen entscheidenden Fehler. Überleg doch mal. Wir erholen uns. Hier hast du die kleine Werkstatt gesehen. Und Gerti macht die Arbeit im Garten Spaß. Was brauchen wir ja Fremde? Eine Goldgrube. Jackie, komm doch mal. Na, was ist? Komm, hopp. Los, komm. Schubkarre. Los, jetzt hier. Ja, und Elefant. Jetzt. Elefant, ja, halt dich fest. Halt mich, komm. Zwei Stunden drüber, wir brechen ab. Wir brechen ab. Aussteigen, Herr Marunde. Jetzt reicht's. Wir unterhalten uns morgen. Hab ich Pech gehabt. Warum ist er nicht zum Wandel gekommen? Ich kann's mir nicht erklären. Ist gut. Der Marunde hat gelogen. Er ist der Hauptschuldige und dieser Jackie nur ein zufälliger Komplize. Uns aber will er das Gegenteil einreden. Na komm. Das ist alles. Diesmal ein bisschen wenig. Können demnächst mehr sein. Stehen bei zusätzlichen Veranstaltungen an. Geht in Ordnung. Hier. Frau Gärtner! Sie haben mal Runde heute schon gesehen. Bei ihm ist alles dunkel und sein Auto steht auch nicht vor der Tür. Da stimmt irgendetwas nicht. Die Polizei war da. Herrn Marunde habe ich aber nicht gesehen. Sie haben seine Wohnung durchsucht. Na, wie war's? Na ja, so lala. Auf der Yachtwerft, da war was frei. Abteilung Innenausbau, aber weißt du, das ist nichts für mich. Beim Kühlautomat, da bauen sie Schiffskältegeräte. Das wäre was. Doch die müssen erst meine Unterlagen aus Rostock anfordern. Und das kann dauern. Da braucht ihr doch keinen Kopf, Junge.
Solange kannst du bei uns wohnen. Und wenn du Geld brauchst, jederzeit. Ich brauche Geld, dringend sogar. Aber weißt du, Heinz, bei Geld, da hört die Freundschaft auf. Ich finde das ja fabelhaft von euch, dass ich draußen wohnen kann für eine Zeit. Aber das andere, das ist mein Problem, das löse ich selbst. Jackie, Mann, wir sind in deiner Schuld. Und das bisschen Geld, das geben wir dir doch gerne. Nein, Heinz, du kennst meinen Standpunkt. Sei doch nicht so stur, nimm doch, wenn du es brauchst. Nu? Ich habe mir noch nie was borgen müssen. Oh Mann. Weißt du was, dann nimmst du es als Kredit. Ja. Uns schadet's nicht und du kannst es im Moment gebrauchen. Na gut, einverstanden. Sag mal, kann ich das Auto noch mal haben? Jederzeit, wenn du willst. Reichen 500? Aber ja. Glaub mir, es fällt mir nicht leicht. Trink erst mal. Dann würde ich jetzt losfahren. Tschüss, Gerti. Vera, das ist der 5. Kioskeinbruch in 4 Tagen. Mit einer Ausnahme die gleichen Fingerabdrücke wie bei den davorliegenden. Einschließlich des Foto-Optik-Geschäftes. Überall hinterlässt er seine Fingerspuren. Und Glasscherben. Ja, er muss sich ziemlich sicher fühlen. Oder er ist ganz einfach arrogant. Guten Tag. Tag. Ja, ein buntes Geschehen. Die angegebenen Fingerabdrücke sind mit den Fingerspuren von 64 Tatvorgängen identisch. Einbrüche in Kioske und Siedlungshäuser vorwiegend kleinerer Städte bzw. Großstädten von Randgebieten der Bezirke Neubrandenburg und Rostock. Das dehnt sich von Nord bis ganz nach Süd. Brauchen Sie sonst noch was? Nein, nein. Danke. Das genügt. Das wächst sich aus. Also entweder sein Computer spinnt oder unser Täter ist äußerst mobil. Ich rufe an. Genosse Major, Hübner. Ja. Nein, ich kann doch keine Gegenüberstellung machen, wenn die Frau krank im Bett liegt. Ja. Ja, deshalb rufe ich an. Ich habe gerade die Computerauswertung bekommen. Da kommt ja eine Lawine auf uns zu.
Wer? Oberleutnant Körner aus Leipzig. Und aus den anderen Bezirken? Ja. Ja? Gut. Geht in Ordnung. Danke, Ende. Der Chef hat uns soeben zu einer Brennpunktgruppe ernannt. Wir müssen mit diesen vermutlichen Fluchtwegen des Jackie beginnen. Zeuthen, See, Wochenendgrundstücke, Lauben und so weiter. Ja. Kriminalpolizei, ob uns was aufgefallen ist. Wir hatten ja selber große Aufregung in der Nacht. Meine Enkelin ist ins Wasser gefallen. Und mein Sohn hatte einen Zusammenstoß mit einem Ruderboot. Mit einem Ruderboot? Ja. Ja, mit einem Ruderboot. Ich habe gleich gesagt, sie soll nicht nachts auf den See. Mein Sohn hat dann gleich unseren Dr. Koch aus dem Bett geklingelt. Stellen Sie sich doch bloß mal vor, der fremde Mann hätte das Kind nicht gefunden. War denn der fremde Mann mit hier oben? Nee, der ist ja gleich weitergerudert. Mein Sohn hat ihm noch die Adresse zugerufen. Aber die hat deine Aufregung sicher gar nicht verstanden. Dabei hätten wir uns doch so gerne bei ihm bedankt. Wenn der das Kind nicht gefunden hätte. Dann brauche ich nur noch die Adresse ihres Sohnes. Thomas Mann. Thomas Mann, Straße 8. Dankeschön. Ja, das war's schon. Auf Wiedersehen. 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 Was machst denn du hier im Dunkeln? Willst mich erschrecken, was? Hey! Bist du übergeschnappt? Ich werde dir zeigen, wer hier übergeschnappt ist. Was ist denn los? Raus! Was ist denn los? Was hast du? Ich bin übergeschnappt. Und was ist das? Das ist geklautes Zeug! Wie lange machst du das schon? Das ist das erste Mal. Wenn's nicht wegen Ilona wäre, ich würde dich anzeigen. Mensch, wir haben dir doch Geld gegeben! Was meinst du, wie weit man mit den paar Piepen kommt? Hättest doch bloß was zu sagen brauchen. Gerti und ich, wir... Ja, Gerti und du. Meinst du, es ist angenehm, Schuldner zu sein? Da, wo man die Tochter gerettet hat.
Am Ende sieht's noch wie Bezahlung aus. Mann, Jackie, wer redet denn hier von Bezahlung? Aber das ist doch kriminell. Ich habe Schulden. Und immer noch keine Arbeit. Die mehren sich da nicht aus. Was soll ich denn machen? Oh Mensch, klauen ist doch keine Lösung. Du Quatsch, wie einer von der Jugendhilfe. Ich war jahrelang in einem Heim. Ich hatte nie jemanden, den ich um Rat fragen konnte. Nie jemanden, der mir unter die Arme griff. Du bist doch in ordentlichen Verhältnissen aufgewachsen. Hast ein Zuhause. Du hast kein Recht, über mich zu urteilen. Du nicht. Trotzdem, es tut mir leid, dass ich dich damit reingerissen habe. Hast ja recht. Weißt du was? Ich versuche dich bei uns unterzubringen. Da stimmt's Geld auch. Aber damit muss ab sofort Schluss sein. Der ganze Kram, der ist bis morgen verschwunden. Hast du mich verstanden? Mhm. Willst du es Gerti sagen? Nein. Danke, Heinz. Ich brauche noch mal dein Auto. Na, wie geht's Jackie da draußen? Na ja, es geht. Ilona schläft schon. Dir eine Gute-Nacht-Geschichte versprochen. Ah ja. Na, sehr gesprächig bist du ja nicht gerade. Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Ja, ist ein Jackie eigentlich richtig? Jackie, nur Jackie. Unser erster Beitrag gilt aus aktuellem Anlass einem Künstler, der einmal gesagt hat: Wenn ihr das Theater was zum täglichen Brot aller Menschen machen wollt, seid behutsam mit der Verkündung der... Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Herr Budak, nicht wahr? Ja. Ich bin Oberleutnant Hübner von der Kriminalpolizei. Ich will's kurz machen. Ja, ich verstehe nicht ganz. Was wollen Sie kurz machen? Ja, bitte. Ich will offen sein. Ich ermittle in einer Serie von Einbruchsdiebstählen und kann in einem Fall vermuten, dass der von uns gesuchte Täter die Flucht in einem entwendeten Ruderboot durchführte. Und zwar in jener Nacht, als der Unfall mit ihrem Kind passierte. Es besteht nun der dringende Verdacht, dass der Mann, der ihr Kind gerettet hat, der von uns gesuchte sein könnte. Hat er sich bei Ihnen gemeldet? Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Das ist ein Verbrecher auf der Flucht, dass der unterwegs anhält und ein Kind rettet. Vor so einem Einbrecher, da müsste man ja einen Hut ziehen. Nee, nee, da sind sie auf dem Holzweg. War ja nur eine Vermutung. Er könnte ihn gesehen haben. Könnte ihn beschreiben. Also, ich weiß nichts von ihm. Ich kenne ja nicht mal seinen Namen. Wir würden uns ja selber freuen, wenn der Mann sich bei uns melden würde. Aber sollten Sie von ihm hören, lassen Sie es mich wissen. Hübner von der K im Präsidium. Guten Abend. Warum hast du nicht gesagt, dass wir ihn kennen und dass er bei uns wohnt? Ach, hör auf. Glaubst du denn, dass Jackie ein Einbrecher ist? Manchmal passierte es, dass er zu spät zur Probe kam. Heinz! Glaubst du, dass Jackie ein Einbrecher ist? Nein! Also, dann ist alles in Ordnung. Aber es gab auch Gastinszenierungen in anderen Ländern. Nee. Nee, du hättest ihm sagen müssen, dass er bei uns auf dem Grundstück wohnt und dass wir ihn kennen. Stellst du dich so naiv oder bist du's? Nach der Probe fragt er.
Heinz, du verschweigst mir doch irgendwas. Ach, du siehst doch Gespenster. Du kannst doch sagen, was du willst. Das war doch nicht richtig. Nicht richtig? Na, ich werde ihm einen Arbeitsplatz in meinem Betrieb verschaffen. Was vorher war, das interessiert mich nicht. Man muss doch Vertrauen zeigen. Soll die Polizei dort den Dieb fangen, dafür ist er doch da. Ich doch nicht. Ich bin für Müll zuständig. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Das ist doch auch in Jackies Interesse. Was weiß ich, was in seinem Interesse ist? Ich weiß nur eins. Er hat Ilona aus dem Wasser gezogen. Ja. Gerti ist da. Was? Mhm. Ist ja gar nicht Gerti. Ist das dein Bruder? Quatsch. Guten Tag. Tag. Jackie, unser Urlaubsgast wohnt für ein paar Tage auf dem Grundstück. Na, tschüss, Rudi. Tschüss. Bis morgen. Bis moin. Heinz, dein Garten ist wieder sauber. Na, wie du mir geraten hast. Ihr seid meine ersten wirklichen Freunde. Das ist ein schönes Gefühl. Gestern war einer von der K bei uns. Und? Was soll ich denn sagen? Danke, Heinz. Was ist denn mit der Arbeitsstelle? Sie geben mir morgen Bescheid. Ich habe vielleicht eine Wohnung. Besser gesagt, ein Zimmer in Aussicht. Das eilt doch nicht. Du kannst mir glauben, ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen, Heinz. Kann ich noch mal dein Auto haben? Ja. Ja, ich möchte gerne einen Fernseher kaufen. Noch 10 Minuten, Regina. Mhm. Kommst du mit? Wir gehen alle essen. Oh, sie will den Eis spendieren. Und der Chef? Kommt auch mit. Wiedersehen. Wiedersehen. Bitte schön, danke. Was machen Sie denn da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Schauer. Loslassen! Loslassen! So kommst du nicht weg. Du sollst loslassen!
Oberleutnant Hübner von der K. Wie sieht's aus, Doktor? Schlecht. Schweres Schädelhirntrauma. Tiefes Koma. Wird er durchkommen? Fahr du mal mit ins Krankenhaus. Vielleicht kann er eine Aussage machen. Das ist womöglich der Einzige, der den Täter kennt. Guten Tag, Tag. Na? Vermutlich mit diesem Gerät hier. Zwei oder drei Schläge mit der scharfen Kante. Danke. Sie hatten uns verständigt, nicht wahr? Leutnant Bolt. Ja, die Frau Steinmetz. Das ist die Verkäuferin. Die kam zu mir. Ich wohne gleich zwei Häuser weiter. Wann war das genau? 14.45 Uhr. Sie hat den Herrn Horn gefunden. Ich habe dann gleich die K verständigt. Gut. Angehörige? Mein Gott, die Kinder. Könnten Sie vielleicht... Lassen Sie doch bitte Leutnant Arndt über Funk rufen. Ich brauche Sie hier. Sie werden die Genossin Arndt dann begleiten. Herr Marunde, Ihre Fehlaussage hat uns wertvolle Zeit gekostet. Wissen Sie, wo ich gerade herkomme? Ich musste einer Mutter von zwei Kindern die Nachricht überbringen, dass ihr Mann, Vater der Kinder, heute überfallen und lebensgefährlich verletzt wurde. Und zwar so schwer, dass nur minimale Überlebenschancen sind. Es besteht der begründete Verdacht, dass das Verbrechen auf das Konto Ihres Freundes Jackie kommt. Sie können froh sein, dass wir Ihre Karriere rechtzeitig unterbrochen haben. Um Gottes Willen, das kann doch nicht. Der war nicht mein Freund, das müssen Sie mir glauben. Das ist er doch nicht. Keine Ähnlichkeit. Darf ich? Ich wollte mal Grafiker werden. Moment. Unter Druck hat er mich gesetzt. Das ganze geklaute Zeug war ja in meiner Wohnung. Er hätte mich angezeigt und sich selber abgesetzt. Das hat er mir gesagt. Mit Körperverletzung oder Totschlag werde ich nichts zu tun haben. Tag, Gerti. Tag, Jackie. Ist Heinz da? Nein, der kommt halt später. Komm mal. Übrigens, ich war bei der Polizei. Heinz hat da so komische Bemerkungen gemacht. Ich bin nicht der Einbrecher. Eine Verwechslung. Den richtigen haben sie schon. Marunde heißt er. Na, da koche ich uns erstmal einen Kaffee. Heinz besorgt mir einen Job bei sich im Betrieb. Ja, ich weiß. Auch, dass es mit der Wohnung klappt. Nö, das weiß ich nicht. Na, es war ja auch nicht sicher. Das heißt, ist ja auch vorbei. Wieso? Na, für die Wohnung, da gibt es mehrere Interessenten. Ich müsste heute noch hin, möglichst gleich. Aber ich bin nicht flüssig. Was, der will Geld? Na, nicht, was du denkst. Er hat selber viel reingesteckt. Heizung, Fliesen und all so ein Schnickschnack. Und die will er bezahlt haben. Das ist korrekt. Runde 2000. Das ist aber keine Kleinigkeit. Wem sagst du das? Du kommst aber spät. Ach, ich hab doch noch oben gespielt. Jackie, du warst aber lange nicht hier. Ich werd nicht besser. Spätzchen. Was willst du denn jetzt machen? Wenigstens absagen gehen. Du bist so traurig. Ach, das kommt dir nur so vor. Komm, Schubka! Ja. Oh. Und jetzt Elefant. Oh ja, hü, los. Wir haben auch gar nicht so viel Geld im Haus. War doch nicht so gemeint. Es war dumm von mir. Ja.
könnt ihr höchstens einen Scheck geben. Gerti, das werde ich euch nie vergessen. »2000?« Hm. Du musst es aber verteilen. Mehr als 500 auf einen kriegt er nicht ausgezahlt. Ah ja. Morgen stellen wir dann einen Schuldschein aus. Ach, das ist doch nicht nötig. Doch, doch. Die Rückseite darf ich nicht ausfüllen, das muss er machen. Dank Ihrer Unterstützung kann ich jetzt davon ausgehen, dass dieser Jackie in den letzten 3 Wochen ausschließlich im Großraum von Berlin tätig war. Der vorhin genannte Marunde, war der bei allen Straftaten beteiligt? Nein, nur bei 2 im Bezirk Potsdam. Nach der 3. Straftat wurde er bereits gestellt. Daraus könnte man schließen, dass dieser Jackie überwiegend Einzeltäter ist oder nur solche Mittäter akzeptiert, die im Besitz eines PKWs sind. Da würden wir uns treffen, Genosse Körner. Die Auswertungsergebnisse ergaben sehr häufig PKW-Beteiligung. Beziehungsweise schlossen sie nicht aus. Für uns in Leipzig liegt also der Schwerpunkt auf der Ermittlung der Hehler bzw. Aufkäufer der entwendeten Geräte. Entschuldigung. Ich darf darauf hinweisen, dass das erste Ihnen bekannte subjektive Porträt wahrscheinlich gegenstandslos ist. Das hier scheint authentisch. Es wurde von dem Mittäter Marunde angefertigt. Er hält es für sehr ähnlich. Er wollte mal Grafiker werden. Als er von der Verletzung des Verkaufsstellenleiters erfuhr, schien er sehr betroffen. Ich glaube, er bereut. Danke, Vera. Ganz prima. Gut. Ja, ich denke, dass uns mit diesen beiden Porträts die Möglichkeit der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit gegeben ist. Und in diesem Zusammenhang muss ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass die Sicherheitsbestimmungen nicht immer konsequent eingehalten wurden. Na, es war doch abgeschlossen. Entschuldigen Sie, es ist nicht ausreichend, wenn eine Verkaufseinrichtung an der Vorderfront vorschriftsmäßig gesichert wurde und hinten stehen die Türen offen. In diesem Fall war eine nicht verschlossene und gesicherte Tür während der Mittagspause und die Sorglosigkeit des Verkaufspersonals tatbegünstigend. Ich muss Ihnen leider eine schlimme Nachricht übermitteln. Ihr Kollege, der Herr Horn, ist vor wenigen Minuten verstorben. Jackie? Ich komme direkt vom Betrieb, du. Hat geklappt. Morgen um 11 Uhr, da sollst du dich vorstellen. Was ist denn los? Was soll denn los sein? Ich packe, wie du siehst. Du, ich hab mir den Mund fusselig gequatscht und du... Mann, hör bloß auf von deinem scheiß Job. Ich hab mich nicht darum gerissen. Du hast die mir doch aufgeschwatzt. Aber ich pfeif drauf, hörst du? Ich verschwinde. Mensch, Jackie. Mensch, Jackie. Kapierst du immer noch nicht? Ich muss verschwinden. Wieso? Die Polizei treibt sich hier überall herum. Du hast mir doch mal deine Hilfe angeboten. Jetzt nehme ich sie an. Ich brauche dringend Geld. 3000. 3000? Sag mal, bist du verrückt? Wo soll ich denn die hernehmen? Wär's dir lieber, sie finden mich hier. Ist dir deine Tochter nicht mal lumpige 3000 wert? Nee, du. Erpressen lasse ich mich nicht. Wer spricht denn von Erpressung? Ich muss weg. Und dafür brauche ich Geld. Wenn ich hier bleibe, dann schnappen sie mich und dann kriege ich ein paar Jahre. Willst du das? Ja, aber wenn wir für dich bürgen, sicher gibt's dann Bewährung. Es macht dir also nichts aus, mich hinter Gitter zu bringen. Aber deine Tochter zu retten, dazu war ich gut genug. Ich habe nicht gezögert. Gib mir die 3000 und du bist mich los. Morgen brauche ich es. Sonst ist alles nutzlos. Ich
Musst du erst abheben. Wir treffen uns morgen um 10 in Adlershof neben der Sparkasse. Da ist 200 Meter rechts ein Parkplatz. Tag, Spatz. Jackie war vorhin da. Jackie? Wollte er was Bestimmtes? Nur mit der Wohnung, das hat geklappt. Du wüsstest Bescheid. Ich habe ihm was vorgeschossen. Wie viel? 200. 2000. Mein Gott, 2000. Was ist denn los? Ich weiß, ich hätte dich fragen sollen. Aber er hat es eilig und ich wollte ihm helfen. Was hast du denn? Ilona, du kannst noch spielen gehen. Wir rufen dich nachher. Ich hab gesagt, du kannst noch spielen gehen! Heinz. Ja, ja, entschuldige. Ich war ihm bei Jackie draußen. Er will weg. Wieso, der will weg? Aber ich denke, er kriegt doch die Wohnung. Der hat dich reingelegt. Ach, das glaube ich nicht. Warum denn? Es ist Jackie, der von der Polizei gesucht wird. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich habe das geklaute Zeug gefunden. Bei uns auf dem Grundstück. Wann? Na ja, neulich schon. Das hast du gewusst und hast mir die ganze Zeit nichts von gesagt? Ja, ich hatte ihm versprochen... Ja, warum hast du mir nichts davon gesagt? Ach, nur darum geht's doch jetzt gar doch. Nicht. Doch! Du gehst jetzt sofort raus und holst das Geld. Ich brauche nicht rauszufahren. Ich habe mich mit ihm verabredet. Morgen um 10 Uhr an der Sparkasse. Wieso an der Sparkasse? Er will noch 3000 Mark. Na, der ist wohl übergeschnappt. Der spinnt wohl. Der glaubt doch nicht im Ernst, dass er auch nur einen Pfennig von uns kriegt. Wir sind doch nicht dämlich. Den zeigen wir an. Das werden wir nicht. Nicht? Wir müssen zur Polizei. Das geht nicht, Gerti. Das geht nicht. Warum nicht? Wir haben ihm Geld gegeben. Zweimal. Und der Polizei haben wir nichts gesagt. Weil du mir nicht die Wahrheit gesagt hast. Er hat Ilona gerettet. Und nur das zählt. Wenn ich ihn anzeige, kommt er ins Gefängnis. Das kann ich nicht. Versteh mich doch. Ich habe da auch ein Ehrgefühl im Leibe. Wegen ein paar Lumpia-Schnapsflaschen im Knast. Mit unserem Geld, da könnt ihr neu anfangen. Sind das deine Worte oder seine? Das ist ein Einbrecher und von mir kriegt er das Geld nicht. Ilona! Was habe ich falsch gemacht, Vera? Wie? Die einzige uns bekannte Täterkontaktperson. Das ist eine Fehlanzeige. Du meinst diesen Herrn Budak? Ja. Vergiss nicht, er hat möglicherweise sein Kind gerettet. Aber das ist doch kein Grund. No. Also gut, wenn du meinst. So stellen wir uns morgen den Herrn Budak mal her. 6, 7, 8, 9, 3000. Wiedersehen. Straftaten begangen und dabei den Tod eines Menschen verursacht.
Jackie, genau. Was ist denn mit dir los, Mann? Heinz! Mach eine Pause. Du solltest lieber nach Hause gehen. Oder zum Arzt. Nein, nicht zum Arzt. Ich hol dich hier wieder ab. Geh so lange einen Kaffee trinken. Ich muss was erledigen. Augenblick mal. Entschuldigung. Na, endlich. Rudi Bratka heiße ich. Ich arbeite bei der Stadtreinigung. Ich habe den Zettel gesehen mit dem Jackie drauf. Sie meinen unser Informationsblatt? Ja, also mein Kollege, der heißt Heinz Budak. Der ist gerade wie ein Verrückter davongestürmt. Der hat den Zettel auch gesehen. Dieser Jackie, müssen Sie wissen, der wohnt nämlich bei dem Heinz. Auf dem Grundstück. Moment. Also nochmal. Der Jackie bei dem Heinz Budak auf dem Grundstück. Und jetzt mache ich mir Sorgen um Heinz. Dass er durchdreht oder dass ihm was passiert. Wissen Sie, wo das Grundstück ist? Einen Moment. Ja, in Ordnung, Herr Breitke. Ich danke Ihnen, Sie haben uns sehr geholfen. Wo sind Sie jetzt? Warten Sie bitte dort, ich schicke einen Wagen vorbei. Ende. Wie ein Anfänger. Was hast du denn? Jackie war Feriengast bei Budak auf dem Grundstück. Also doch. Hübner. Hört genau zu. Ich brauche jetzt einen Wagen mit einem Mann und Leutnant Arndt nach 1170 Gartenanlage Frohe Zukunft. Einen weiteren Wagen nach 1055 Thomas-Mann-Straße 8. Und noch einen Wagen nach Rauchfangswerder Allenweg 12. Vorläufige Festnahme des Ehepaares Gertrud und Heinz Budak wegen Verdachts der Mittäterschaft und Verdunklungsgefahr. Morgen. Was ist denn das? Hat die Polizei gebracht. Das soll ich hier anbringen. Das da. Ich komm gleich wieder. Wo willst du denn hin? Ich weiß, dem breche ich alle Knochen. Wir müssen zur Polizei.
Mach schon. Er fährt unser Auto. Er glaubt uns. Heinz. Er hat einen Menschen brutal erschlagen. Vielleicht hat er auch eine Tochter. Was soll denn noch alles passieren? IG. Was dann weiter? Nichts? 04 Empfang. Ende. Danke. VP Notruf. VP Zentrale. Ja. Ja, Vera. Verstanden. Ja, die Bestätigung haben wir. Ja. Was? Hat dort gewohnt. Naja, prima, dann liegen wir richtig. Ach du, schaut doch mal unterwegs aus nach Budaks Trabi. Mhm. Ist ein blauer Trabant-Kombi. Ja, wir bisher sind nur die Anfangsbuchstaben bekannt. IG. Ja. Ja, leider. Ende. Genau. Die behalten mich gleich da. Ich bin doch schuld, dass er diesen Menschen umgebracht hat. Ich hätte es verhindern können. Verhindern wir wenigstens das, was er noch anstellen kann. Wir haben schon viel zu lange gewartet. Er ist ein Verbrecher, auch wenn er unsere Tochter gerettet hat. Ich gehe. Ich komme mit. Hier, zwei Meldungen. Hier, Toni 8 für Zentrale. Leitzentrale für Toni 8. Schwerer Unfall in der Mühlenstraße. Hübner. Dringliche medizinische Hilfe an. Unfallbereitschaft. Ach, die Familie Budak hat sich also doch durchgerungen. Ich wiederhole die Wagennummer. IG14-81. Ist zum vereinbarten Treffen nicht erschienen. 10 Uhr. Gesucht wird Trabant Kombi Blau. Naja, gut. Polizeiliches Kennzeichen. Bringt die Budak zu uns. Ende. 81. Haben Sie empfangen? Ende. Trotzdem Wagen nach Adlershof, Sparkasse, Parkplatz und Umgebung. Trabant IG 1481 auf der Autobahn abgestellt. Naja, und wo? Am Kilometer 2 nach Schönefelder Kreuz in Richtung Dresden. Das Fahrzeug muss erst vor kurzem verlassen worden sein. Der Motor ist noch warm. Vera, wo genau seid ihr jetzt im Augenblick? Verstanden. Wir fahren auf die Grünauer Straße zu. Fahrt sofort Autobahn Richtung Dresden. Ja. Jackie bewegt sich vermutlich als Tramper Richtung Dresden. Verstanden. Autobahn Richtung Dresden. Wir müssen auf jeden Fall an alle Kreisstädte, die an der Autobahn liegen, die Bilder von Jackie. Und wer soll bei Geschwindigkeit 100 was erkennen? Da müssen wir eine Straßensperre machen. Und wo? Na, am besten wir nehmen eine Baustelle. Als ich das letzte Mal in Dresden war, dann war doch da was. Lassen Sie feststellen, was sich am besten dafür eignet. Ich komme. Bin gleich wieder da. Hier, 6 Kilometer vor Dresden ist eine Baustelle. Geschwindigkeitsbegrenzung im Moment 40 Stundenkilometer. Eine Kleinigkeit, sie auf 20 bzw. 10 zu reduzieren.
Einverstanden. Die Entfernung gibt uns die Möglichkeit, die dortige Einsatzgruppe in Aktion treten zu lassen. Aber wir müssen auch alle anderen Abfahrten überwachen, vor allem den Abzweig nach Cottbus. Fahren Sie in die Dorotheenstraße 5. Wohnungsbrand durch Nachbarschaft gemeldet. Löschfahrzeug ist unterwegs. Fahren Dorotheenstraße 5. Du, Vera, hör mal zu. Hab verstanden, Jürgen. Wie lange braucht man bis Dresden? 1,5 Stunden. Immer noch nichts. Vielleicht hat er eine Rast eingelegt. Na, hoffentlich. Dann hätte Vera die Möglichkeit, vor ihm an der Baustelle zu sein. Fernschreiben aus Rostock. Danke. Gesuchte Person ist mit dem früheren Einwohner von Rostock, Joachim Lieske, identisch. Aha. Jüngstes von 3 Geschwistern, seine Eltern und die beiden anderen arbeiten auf der Werft. Lieske hat Abitur, nie ein Studium begonnen, Lehre abgebrochen als Hilfsarbeiter. Keinerlei Verbindung zur Familie, kein fester Wohnsitz, keine geregelte Arbeit. Tja. Diese Entwicklung soll einer verstehen. Bei dem Start. Haben Sie was bemerkt? Wir sind von Ihrem Kommen unterrichtet. Mhm. Genosse Hübner ist am Telefon. Danke. Hallo Jürgen, bin an der Baustelle. Nein, nein, nichts Verdächtiges. Joachim Lieske. Aha. Ja, ich melde mich dann wieder. Hm? Was ist denn hier los? Hier ist schon seit Wochen eine Baustelle. Ach so. Die trauen sich fast 30. Jetzt sogar 10. Nee. Idioten. Posten 1, gesuchte Person wahrgenommen. Hier müsst doch was am Koffer haben. Gesuchte Person im grauen Bartgas. Gesuchte Person im grauen Bartgas, polizeiliches Kennzeichen RB1834. Das ist er. Grauen Barkas, stopp. Was soll das? Was wollen Sie von mir? Au! Au! Jackie? Oder anders Joachim Lieske? Sie sind festgenommen. Abführen. Jürgen? Ja, wir waren erfolgreich. Gratuliere, Mädchen. Und ein Dank an die Genossen. Ah, gut. Wir erwarten euch dann hier. Hm? So, nun werden wir uns erstmal mit der Familie Budak unterhalten. Tschüss. Danke.